Danke, Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, werte Kollegin Gajek, bei Ihrem Antrag, als er mir vorlag, da habe ich mir dann gedacht, und die Ausführungen haben es im Prinzip bestätigt, hier gilt sicherlich der Spruch, weniger ist manchmal mehr. Sie haben auch in diesem Antrag alles, was sich so links und rechts vom Wege bewegt, was mit Berufsausbildung zu tun hat, unheimlich vielseitig ist dieses Gebiet, das haben Sie anhand von Absätzen hier zusammengefügt, wo ich manchmal auch Schwierigkeiten habe. Können Sie natürlich sagen, es liegt möglicherweise auch an mir, die Sinnhaftigkeit dieser Zusammenhänge nachzuvollziehen. Insofern war es mehr als schwierig, hier sich entsprechend vorzubereiten. Und wie gesagt, manchmal ist weniger vielleicht auch mehr. Sie haben in Ihren Ausführungen vorab so ein bisschen dargestellt, dass die Bedingungen sich grundlegend geändert haben hier in Deutschland, was Berufsausbildung, was den Arbeitsmarkt und so weiter betrifft. Da will ich Ihnen auch zum großen Teil folgen hinsichtlich dieser Feststellung. Die Frage ist natürlich, welche Schlussfolgerung zieht man daraus, wie reagiert man darauf? Und das, was Sie hier vortragen, beziehungsweise auch in Form Ihres Antrages dann darstellen, ist so ein bisschen das Prinzip, wir brauchen einen gesamten Systemwechsel. Sie haben zwar nie so deutlich ausgesprochen, dass Sie die duale Berufsausbildung abschaffen wollen, aber nicht umsonst hat der Minister auch zwei, dreimal ganz deutlich gesagt, dass an diesem bestehenden System festgehalten werden soll. Und ich komme ganz gerne dann nachher noch im Punkt 3 vor allem, wenn es hier um die Modularisierung geht, auch auf diesen Fakt zurück, wo es dann doch möglicherweise darum geht, die duale Ausbildung, die sich erfolgreich im Wettbewerb hier darstellt, dann doch in Frage zu stellen. Und insofern würde ich lieber den Ansatz für die CDU verfolgen und sagen, wir wollen keinen extremen Systemwechsel, sondern wir wollen uns das System, was wir hier haben, sprich duale Ausbildung, genauer anschauen und gucken, wo muss man nachsteuern, wo muss man konkret dann Veränderungen vornehmen. Ich glaube, das ist der Weg, der möglicherweise sinnhafter und erfolgversprechender sich dann auch für die Zukunft darstellen könnte. Wenn wir dann in Ihrem Punkt 1 mal konkret aufrufen, was Sie hier fordern. Also ich habe gut zugehört, es ist für mich nicht so deutlich rübergekommen. Auch der Minister ist nicht so detailliert darauf eingegangen, was hier tatsächlich steht. Hier steht nämlich, Sie wollen eine Verlängerung der Ausbildungszeit im dualen System um bis zu 2 Jahre. Um bis zu 2 Jahre in Form eines Modellprojektes, das steht da. Was heißt das auf Deutsch übersetzt? Das heißt, wir haben eine Berufsausbildung hier in Deutschland, 3 bzw. 3,5 Jahre. Ich weiß gar nicht, warum Sie so unruhig sind. Also genießen Sie das doch mal, dass wir diese schöne Diskussionskultur hier im Moment haben. Sie haben doch noch ausreichend Zeit. Bloß Sie müssen schon mal ganz deutlich sagen, wir haben hier eine 3,5-jährige Berufsausbildung in Deutschland und Sie beantragen, dass wir jetzt Modellprojekte hier fahren sollen, dass wir das verlängern auf 5,5 Jahre. Auf 5,5 Jahre, und dazu wollen Sie Deutschland sozusagen umfunktionieren, die Berufsausbildung hier auf den Kopf stellen in diesem Modellprojekt. Modellprojekte macht man normalerweise, wenn man davon überzeugt ist. Ich bin es nicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Ansatz. Und allein schon aus diesem Grunde würde ich sagen, für die CDU-Fraktion muss man diesen Antrag ablehnen, um hier nicht irgendwelche Projekte auf den Weg zu bringen, die wir nicht als sinnhaft betrachten. Sondern ich glaube, es ist wichtiger zu schauen, was kann man tun, damit eben die benachteiligten Jugendlichen, von denen Sie ja sprechen, um die Sie sich kümmern wollen, was kann man tun, damit die einen vernünftigen, dass sie überhaupt einen Abschluss bekommen und einen vernünftigen Abschluss bekommen. Und ich glaube, einfach mal hier so 2 Jahre eine Verlängerung der Ausbildungszeit, vor allem vor dem Hintergrund, da wir ja Systeme haben im allgemeinbildenden Bereich, wo Sie die Möglichkeit haben, die letzten 2 Schuljahre auch innerhalb von 4 Jahren zu absolvieren. Also wenn Sie in Klasse 7 sind und in ein System fallen, wo Sie dann bis Klasse 9 den Abschluss erwerben wollen innerhalb von 4 Jahren. Jetzt stellen Sie sich das mal theoretisch vor. Sie sind dann 4 Jahre, also 2 Jahre länger in der Schule, dann kommen Sie noch in dieses Modellprojekt,
was dann irgendwann Realität werden soll, mit einer Ausbildungszeit dann nochmal von 5,5 Jahren, da bin ich jetzt nicht so schnell in der Lage, dann das Alter auszurechnen, wann Sie dann möglicherweise erst fertig sind, wenn Sie vielleicht dann noch gewisse Unterbrechungen haben. Also insofern nochmal, das ist ganz klar abzulehnen. Ich glaube, es ist besser, im System der Allgemeinbildung schon mal den Hebel anzusetzen, dort entsprechende Fördersysteme aufzubauen, praxisnah, gerade die Kinder und Jugendliche, die eines Tages in die Berufsausbildung gehen wollen, dass man die praxisnah auch schon vorbereitet, indem man eben über Kooperation zwischen Schule und Betrieb, über entsprechende frühzeitige praxisnahe Berufsorientierung innerhalb des allgemeinbildenden Schulsystems, indem man in diesem Bereich schon mal anfängt und sagt, hier müssen wir unsere zukünftigen Facharbeiter, den Fachkräftenachwuchs, besser vorbereiten auf die anstehende Berufsausbildung. Ich glaube, es macht mehr Sinn, hier die Kraft hineinzulegen. Und wenn der Zwischenruf jetzt von der Kollegin Gajek hier einfach mal ESP in den Raum gestellt wird. ESP, ja. Also ich bin auch in der DDR groß geworden. Ich habe ESP-Unterricht in PA-Unterricht genossen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage 1:1 noch übertragbar ist, gerade im Bereich der produktiven Arbeit. Der Fakt ist aber, die rechtzeitige Heranführung der Jugendlichen an die Arbeit, an Ausbildungsberufe später, das muss der richtige Ansatz sein, um hier erfolgreich dann auch später eine Berufsausbildung, einen Berufsabschluss zu erreichen. Insofern glaube ich, habe ich jetzt ausreichend dargestellt, warum wir Punkt 1 ablehnen. Punkt 2. Also ich muss es einfach mal vorlesen, was hier bei Punkt 2 steht. Ich habe es dann auch bei der Vorbereitung mehrmals lesen müssen. Die Landesregierung wird aufgefordert, die bisher weniger effizienten Maßnahmen des Übergangssystems zu straffen, in eine übersichtliche, systematische und nachhaltige Förderung zu überführen und Angebote stärker als bisher auf den Erwerb abschlussorientierter Qualifikationen auszurichten. Vorhin in der Diskussion fiel ja ab und zu mal, man soll konkreter werden. Also ich finde, unkonkreter geht es kaum. Das müssen Sie 2-3 Mal lesen, um es überhaupt, finde ich, zu verstehen und zu durchdringen. Was wollen Sie hier überhaupt aussagen? Was wollen Sie erreichen? Eine Angebote stärker als bisher auf den Erwerb abschlussorientierter Qualifikationen auszurichten. Also was ich bisher kannte, ist, dass eine Berufsausbildung durchlaufen wird mit einem Abschluss in der Berufsausbildung. Das ist das Ziel, das ist das, was wir in der Berufsausbildung wollen. Und da brauche ich doch nicht, ich will jetzt nicht sagen Phrasen, aber das in dieser Art und Weise hier niederzuschreiben und zu umschreiben, was ich möglicherweise will oder nicht will. Ich kann Ihnen sagen, das ist sowas von unkonkret. Es ist Fakt, da gebe ich Ihnen recht, dass das Übergangssystem verbesserungsbedürftig ist. Da ist Handlungsbedarf. Ich will an dieser Stelle deutlich sagen, dass wir hier als Landtag informiert sind über den Mittelstandsbericht MV von 2013. Das wird ja auch ersichtlich im Änderungsantrag der Linken, dass die schon mal darauf hinweisen, dass der ja schon vorliegt. Und dass hier entsprechend dann formuliert ist, dass die Landesregierung an dem Thema arbeitet und entsprechend hier einen Bericht vorlegen wird. Insofern ist die zusätzliche Aufforderung an Dingen, an denen schon gearbeitet wird, aus meiner Sicht auch überflüssig, zumal es hier dann auch wenig konkret ist. Wenn wir jetzt in diesen Bereich auch noch mal gehen, dass Sie sagen, hier muss unbedingt was gemacht werden, dann will ich doch mal darauf verweisen, auch gerade vor dem Hintergrund heute Morgen die Nachrichten im Zusammenhang mit den Koalitionsverhandlungen, haben die Koalitionäre CDU, CSU und SPD heute Morgen, zumindest habe ich so gehört, vermeldet, dass man erkannt hat, dass in diesem Bereich, in dem begonnen wurde, seit 2006 Veränderungen vorzunehmen, jetzt hier explizit noch mehr Kraft hineingesteckt werden soll. Es soll in diesem Bereich weiterhin entsprechende Förderung stattfinden. Und es ist einfach so, dass seit 2006 ein Innovationskreis berufliche Bildung beim Bundesministerium für Bildung und Forschung installiert wurde und hier konkrete Veränderungen im Bereich der Berufsausbildung vorgenommen wurden. Konkret heißt zum Beispiel, dass Ausbildungsbausteine für 14 Berufe installiert worden sind. In diesen Berufen wird ungefähr seit 2006, 2007 in diesem Bereich gearbeitet. Ich persönlich kenne mich da ganz gut aus im Bereich Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik. Ich habe im Bereich der Metalltechnik mal eine Lehre vollzogen. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere das hier in diesem Raum auch gemacht hat. Zu DDR-Zeiten war es so, Herr Krüger, Sie werden das wissen,
Das war so fachspezifisch, Fertigungstechnik, Werkstofftechnik etc. explizit aufgegliedert. Durch das Berufsbildungssystem der Bundesrepublik Deutschland ist es dann schon so gewesen, dass wir eine ganz andere inhaltliche Ausrichtung hatten. Im Bereich hieß es dann zum Beispiel Technologie, wo es eine gewisse Zusammenfassung gab, technische Mathematik oder Arbeitsplanung. Das waren konkrete, größere Formulierungen. Jetzt hat man seit 2006, 2007 erkannt, dass das möglicherweise nicht mehr das Wahre ist. Man hat umgesteuert und man ist jetzt auf Ausbildungsbausteine gegangen. Da gibt es zum Beispiel in diesem Berufsbild 7. Und dann heißt zum Beispiel so ein Berufsbild, ich will das jetzt wie gesagt anhand des Beispiels der Sanitärtechnik mal hier kurz erläutern, Erstellen und Inbetriebnahme von sanitären Einrichtungen und Anlagen sowie von Trinkwasseranlagen. Das ist eine globale Formulierung, die den technologischen Anteil enthält, dass man eben erklärt und erarbeitet, wie werden solche Trinkwasserbehälter erstellt, wie funktionieren sie. Dann wird zum Beispiel im Bereich der Mathematik eine Dimensionierung vorgenommen, entsprechende Strangschemen werden dazu erstellt. Das heißt, wir haben eine komplexe Ausbildung in diesem Bereich. Man hat erfolgreich umgesteuert. Diese Pläne sind schon längst in der Umsetzung und insofern weiß ich jetzt nicht, was Sie unbedingt Neues wollen. Wenn Ihr Punkt darauf abzielt, hier diese Modulausbildung, und das steht ja im Punkt 3, um diesen Übergang mal herzustellen, und das stellt eben auch das in Frage, was Sie möglicherweise nicht meinen, aber unbewusst machen, dass Sie nämlich die duale Ausbildung in Module aufteilen wollen. Wenn Sie nämlich konkret dieses Modul, was ich eben beschrieben habe, in der Berufsausbildung, und das ist Ihre Forderung, die hier drin steckt, dazu nutzen wollen, dass ein Abschluss erzielt wird in diesem Bereich, meinetwegen dauert dieses Modul ein halbes Jahr, dann fangen Sie nämlich an, in Mini-Ausbildung zu untergliedern, in Schmalspurausbildung, dann besteht nämlich die Gefahr, Frau Gajek, dass der Arbeitgeber sagt, okay, dieser Mann, diese Frau, die dieses Modul abgeschlossen hat, hat jetzt eine sogenannte Teilausbildung erreicht. Dieses Modul reicht mir aus als Arbeitgeber, das stelle ich mal in den Raum, um diesen Auszubildenden mit diesem Zertifikat, das sagen Sie ja immer wieder, mit diesem Modul dann in das Berufsleben zu entlassen und dann soll der von heute auf morgen nur noch Trinkwasserspeicher aufbauen. Und da sage ich Ihnen, das ist der falsche Weg. Sie müssen immer wieder den Gesamtkomplex sehen, nämlich eine 3,5-jährige Ausbildung, die zu einem Berufsabschluss führt, der dann eben nicht nur den Trinkwassererwärmer enthält, der eine Elektroausbildung in diesem Bereich enthält, der eine Klimaausbildung in diesem Bereich erhält. Und dann ist es einfach abzulehnen, dass wir sagen, wir modulieren das so und brechen dann möglicherweise, weil der ein oder andere Auszubildende vielleicht dann auch nicht mehr die Motivation hat, nach 2 Modulen die Ausbildung ab und sagen, tolle Sache, ich habe 2 Module, ich habe doch was, das war's. Das kann nicht der richtige Weg sein. Und ich sage Ihnen, der Minister hat es ja ähnlich dargestellt, das betrifft nämlich hier den Punkt 3, das ist eine Aushöhlung der dualen Ausbildung und das ist mit der CDU nicht zu machen, das ist abzulehnen. Wir können gerne darüber diskutieren, auch das ist bereits in der Praxis Realität, dass zum Beispiel im Bereich des Einzelhandels jemand eine Berufsausbildung aufnimmt, zum Beispiel als Verkäufer. Wenn er diese Ausbildung durchlaufen hat, 2 Jahre als Verkäufer, dann hat er eine entsprechende Abschlussprüfung, hat einen Abschluss über diesen Prozess als Verkäufer. Dann können Sie diese Ausbildung, diesen Abschnitt von 2 Jahren meinetwegen in 4 Module unterteilen, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir haben dann eine Möglichkeit geschaffen, auf einem etwas niedrigen Level einen Ausbildungsabschluss zu bekommen. Und dann, das ist die Praxis, dann können die Auszubildenden auch im Zusammenwirken mit dem Arbeitgeber sagen, das reicht mir jetzt nicht aus, ich brauche einen Fachverkäufer im Einzelhandel. Und der hat nämlich dann eine 3-jährige Ausbildung. Das heißt, nach 2 Jahren mit einem Abschluss, und das ist kein Zertifikat oder sonst was, das ist ein regulärer Berufsabschluss, das zeichnet nämlich die deutsche Berufsausbildung aus, kann er dann weiterhin seine Ausbildung vollziehen, 1 Jahr weiter, und ist dann Fachverkäufer im Einzelhandel. Und ich habe nicht vor, dieses System irgendwie in Frage zu stellen. Und insofern ist dann auch Ihr Punkt 3, den Sie hier beschrieben haben, den Sie hier fordern,
vom Grunde her inhaltlich abzulehnen. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass es notwendig ist, zumindest für die CDU-Fraktion, diesem Antrag die Zustimmung zu geben. Danke Ihnen, dass Sie mir zugehört haben. Wir lehnen Ihnen den Antrag ab. Dankeschön.